Hi und willkommen bei mir, Lurchi Nummer 1. In diesem Video zeige ich euch einen Unlimited Money Glitch. Und wenn ihr den genauso macht, wie ich es euch gleich zeige, könnt ihr ungefähr roundabout 3 Minuten eine Kopie erstellen und diese natürlich gewinnbringend verkaufen für roundabout 1,8 Millionen GTA-Dollar. Der Glitch ist einfach, ich kann ihn nur empfehlen, macht diesen. Er ist aber nicht solo. Das muss ich euch leider so sagen, aber das macht dem Ganzen eigentlich gar nichts aus. Was benötigen wir denn für diesen Money Glitch in GTA 5? Und zwar, zum einen erstmal, wir benötigen ein MOC, das wir hier genau so platzieren am Casino. Wir benötigen die das Casino-Apartment oder die Garage dazu, besser gesagt. Dann brauchen wir noch Fahrzeuge, die wir verlieren können. Aus welcher Garage die kommen, das ist nicht unbedingt so wichtig. Aber wir brauchen jede Menge LG RH8 kostenlose und einen einzigen Faccio-Roller benötigen wir. Wozu den Faccio-Roller, das werdet ihr gleich sehen. Aber wenn ihr das soweit habt, ist das schon mal mega gut. Das zu duplizierende Fahrzeug, der Easy Zukunftsschock, dieser muss sich im Casino drin befinden, also in eurer Garage im Casino. Und wenn der auch da drin ist und ihr alles soweit vorbereitet habt, dann muss jetzt euer Kollege, der euch bei dem Glitch hilft, seinen Part machen und diesen zeige ich euch jetzt einmal. Vorab, der Kollege, der euch bei diesem Money Glitch hilft, benötigt einen Festivalbus oder Partybus und dieser muss sich in einer seiner Garagen befinden. Also nicht bei Pegasus oder so, sondern wirklich in einer Garage. Falls ihr keinen Freund habt, der einen Partybus in der Garage hat, dann kommt auf meinen Discord, der Link ist in der Videobeschreibung, und fragt einfach mal höflich in die Runde rein, hey, wer von euch da draußen hat einen Partybus? Ich habe ungefähr roundabout 1200 Spieler auf dem Discord. Ich bin mir fast sicher, da wird sich jemand finden, der euch bei diesem Money Glitch mal eben mit seinem Partybus hilft. Aber sei es drum, jetzt zeige ich euch, was der Kollege für diesen Money Glitch tun muss. Und zwar, er steigt in seinen Partybus ein. Natürlich kann er ihn auch draußen bestellen, das ist total egal. Zumindest er braucht den Partybus einmal draußen. Wenn dieser Partybus dann draußen ist, muss er hier einmal in sein Maze Bank oder in seine Firmengarage reinfahren. Das mache ich jetzt hier auch einmal. Zack. Firmengarage 1 auswählen, da kommt der Partybus auch her. Wie gesagt, man kann den Partybus auch aus einer 10er Garage bestellen und dann in die Firmengarage fahren. Funktioniert genauso. Aber sei es drum. Der Kollege fährt also in die Firmengarage damit. Dann bekommt er einen unendlichen Black Screen. Und wenn er diesen hat, dann muss er einmal die PlayStation-Taste drücken. Und macht ihr diesen Glitch auf der PS4, dann muss er jetzt folgenden Spieler finden. Also er geht auf Spielersuche und gibt dann hier Anavac 2 ein. Solltet ihr diesen Money Glitch auf der PS5 machen, dann gibt euer Helfer hier Anavac 1 ein. Hier Anavac 2 für PS4. Warten, bis das Ganze hier soweit ist und einfach dann beitreten. Hier unten steht auch PS4. Wie gesagt, für PS5 Leute Anavac 1 und diesem Spieler dann beitreten. Dann passiert Folgendes, und zwar werdet ihr dann gleich eine Meldung bekommen und dann einfach diese Meldung annehmen, die nächste Meldung ebenfalls annehmen. Hier ist die erste Meldung annehmen, zweite Meldung annehmen, dritte Meldung annehmen. So. Tada, wir sind wieder da. Dann einfach aus dem Partybus aussteigen und jetzt kurze Kontrolle. Wenn wir jetzt eine Waffe auswählen, hat er sie nicht in der Hand. Ihr seht's, keine Waffe. Dann ist soweit alles richtig.
Der Kollege hat sich jetzt komplett verglitscht, damit ihr den Money Glitch machen könnt. Und jetzt geht er her und lädt euch in seine Sitzung ein. Oder ihr seid schon in seiner Sitzung, je nachdem. Aber falls ihr das nicht seid, lädt er euch jetzt da einmal kurz ein. Und dann kann es eigentlich mit dem Money Glitch losgehen. So, der Kollege steht jetzt hier, verglitscht, so wie ich es gerade gezeigt habe. Ich stehe hier, habe alle meine Vorbereitungen getroffen mit dem MOC und so weiter. Und mein erster Step ist jetzt erstmal, ich gründe einen Motorradclub. Denn dieser wird uns nachher sehr, sehr viel Zeit ersparen. Das zeige ich euch auch gleich nachher nochmal. Aber zweiter Step. Wir bestellen über den Mechaniker einen unserer LEGs, die wir ja vorher gekauft und vorbereitet haben. Irgendwo, keine Ahnung, wo ihr sie hingekauft habt, 10er Garage oder sonst wo, völlig egal. Hauptsache, ihr habt jetzt mal einen davon bestellt und wir warten jetzt ab, bis dieser geliefert wurde. Und ihr werdet gleich feststellen, sobald dieser Money Glitch jetzt gleich läuft, das geht, Jungs, das geht, wie es Katzen machen. Alle 3 Minuten könnt ihr da eine Kopie machen. Ratzfatz, 1,8 Millionen, bumm, 1,8 Millionen, bumm. Das geht wirklich zack auf zack. So, Auto steht. Kollege steigt jetzt in euer Auto ein. So, perfekt. Unten rechts habt ihr die Meldung, dass ihr ab jetzt gerne mal dem Video hier ein Like verpassen könnt. Schadet nicht, kostet nichts, macht den Lurchi froh. So, wir gehen jetzt auf den Motorradclub. Hier steht jetzt, Fahrzeug wieder einlagern. Aber, wenn wir uns jetzt von diesem Fahrzeug ein Stück entfernen, werden wir irgendwann hier stehen haben, dass ich ein Fahrzeug bestellen kann. Das zeige ich euch jetzt mal hier. Ich laufe jetzt hier einfach mal, keine Ahnung, 500 Meter vor. Jeden Augenblick ist es der Fall, dann könnt ihr sehen, bumm, kann Auto bestellen, Motorrad, so. So, jetzt. Und jetzt, ich sag dir, wir brauchen einen Fatscheroller. Diesen bestellen wir jetzt. Und dann werdet ihr erstmal feststellen, dass da kein Fatscheroller geliefert wird. Kein Fatscheroller weit und breit. Und genau so wollen wir das auch. Und dann laufen wir jetzt zu unserer, was ist denn das überhaupt? Ich glaube, Penthouse-Garage nennt die sich, aber wir werden es ja gleich sehen. Zumindest zu unserer Garage im Casino. Wie nennt sich der Stall? Penthouse tatsächlich. Genau, da gehen wir jetzt einmal rein. Und dann geht's genauso einfach weiter. Wir gehen jetzt zu dem Fahrzeug, was wir duplizieren wollen. Ich empfehle hier den Easy Zukunftsschock, komplett fertig aufgemotzt mit allen Anbauteilen, die es so gibt. Der bringt dann roundabout 1,8 Millionen später im Verkauf. Was auch immer viele wissen wollen und interessiert, brauche ich hierfür ein iFruit-Kennzeichen? Die Antwort ist nein, braucht ihr nicht. Das geht ohne. Das Kennzeichen wird vom LEG RH8 später übernommen. Damit habt ihr eine saubere Kopie und keine Sorgen. Ja. Ihr seht, ich habe mir ein zweites Auto geschnappt und mit diesem Auto blockiere ich jetzt die Türe von diesem Easy. Und wenn ich jetzt hier an das Tor hinlaufe und Dreieck drücke, werdet ihr sehen, dass ich in das Auto rein teleportiere. Und das genau brauchen wir jetzt. Wir gehen an das Tor, gehen auf Verlassen und drücken jetzt X und Dreieck gleichzeitig. Und dann werden wir mit dem Fahrzeug ganz einfach draußen vor der Türe spawnen. Und wenn wir das soweit haben, dann kommen wir jetzt zum nächsten Step. Ihr seht jetzt hier, der Kollege sitzt nach wie vor in meinem Auto drin. Ich bestelle jetzt über den Mechaniker einen weiteren LEG RH8. Irgendwoher, je nachdem, wo ihr die reingekauft habt. Hier LEG RH8. Einfach bestellen. So, jetzt warten wir hier in etwa 5 bis 10 Sekunden, in etwa eben die Dauer, wie ein Mechaniker eben braucht, bis er ein Auto liefert. So ungefähr. Wenn diese Zeit vorbei ist, könnt ihr eurem Kollegen sagen, er soll aus dem Auto aussteigen und dann werdet ihr sehen, dass sich euer Kennzeichen ändert. Oder ihr seht, dass die Rückleuchten vom Fahrzeug anfangen zu blinken. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass der Kollege jetzt aussteigen kann. Er steigt aus.
Mein Kennzeichen hat sich geändert und jetzt mit diesem Fahrzeug ganz einfach in die mobile Kommandozentrale einmal reinfahren. Und damit haben wir unsere erste Kopie. Ja, das machen wir auch nur aus Abspeicherungszwecken, weil wenn wir hier reinfahren, ist ab sofort der Easy jetzt fest gespeichert. Unserer können wir verkaufen und danach sind wir millionenschwer. So, zweiter Durchlauf, nur damit ihr seht, was muss ich denn danach tun? Und zwar, der Kollege steigt jetzt in den eben gemachten Easy ein. Ihr lauft Vollgas wieder eine Ecke weg und bestellt wieder über den Motorradclub diesen einzelnen Faccio. Zack. Da braucht ihr jetzt auch nicht lange groß rumwarten. Einfach kurz bestellen den Faccio, der kommt ja eh nie. Und dann zurück in die Penthouse-Garage. Hier natürlich in der Penthouse-Garage machen wir denselben Schmu, den wir gerade eben schon gemacht haben. Und zwar, wir holen jetzt unseren Easy und fahren den wieder vor an das Tor. Hier einmal rum, hier steht mein Easy. Wie gesagt, mega einfach. Ihr könnt auch jetzt ab sofort auf die Uhr gucken, wie lange brauche ich jetzt für die zweite Duplikation. Ich sage so, 2-3 Minuten, dann habt ihr eine. Wegen mir auch 4 Minuten, aber auf jeden Fall schneller als irgendwelche Missionen spielen oder sonst was. So, wir schnappen uns einen LG, blockieren damit wieder die Türe. Es muss aber kein LG sein, hätte jetzt sonst was sein können. Hauptsache, die Türe ist blockiert. So, einmal hier an die Türe dran. Bumm, fertig. So, dann dasselbe Spiel wieder. Ans Tor, X und Dreieck gleichzeitig. Tada, wir sind wieder vor der Tür. Und jetzt nicht vergessen, erstmal einen weiteren LG RH8 jetzt bestellen. Und jetzt muss ich mal gucken, ob die Lichter wieder anfangen zu blinken. Aber ich meine, das ist ein Indiz dafür, wenn die Lichter anfangen zu blinken, dann könnte der Kollege eigentlich aussteigen. Aber das gucken wir jetzt einfach mal. Ich bestelle jetzt hier mal erstmal den LG RH8. So, bestellen. Und jetzt warten wir wieder die Zeit, die in etwa ein Mechaniker eben braucht, bis er ein Fahrzeug liefert. Gerade eben haben wir gesehen, dass dann die Lichter hier hinten anfangen zu blinken. Aber ich glaube, das war einfach nur Glück. So wie es aussieht, tut er es jetzt nicht mehr. Aber achtet da einfach mal drauf. Wenn die Lichter blinken, kann der Kollege auch aussteigen. Aber in meinem Fall kann er das jetzt eigentlich auch tun. Weil ich denke, die Zeit ist jetzt soweit. Dann kann ich meinem Kollegen sagen jetzt hier, bitte einmal aus dem Auto aussteigen. Und dann werdet ihr sehen, bumm, mein Nummernschild ändert sich wieder. Tada, eine neue Kopie. Die muss natürlich erstmal wieder abgespeichert werden. Einmal rein in das MOC und tada, wir haben die nächste Kopie. Das heißt, wir haben jetzt so in 2-3 Minuten uns einen weiteren Kontostand von 1,8 Millionen gesichert. Ja, das war's. So funktioniert das Ganze und das immer wieder und wieder und wieder. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr euch entweder mit eurem Kollegen abwechseln, dass er dann den Part des Duplizierens übernimmt oder auch nicht. Je nachdem, wie ihr da Bock drauf habt. Hier könnt ihr nochmal sehen, dass mein Easy da auch wirklich noch drin ist. In der anderen Garage habe ich jetzt einen neuen Easy. Hat alles wunderbar funktioniert. Ja, mega einfach, so wie versprochen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Duplizieren. Vergesst nicht, ihr dürft gerne hier ein Like dalassen. Gerne dürft ihr auch abonnieren, wenn ihr sagt, hey, ich brauche mal wieder was Neues in GTA, dann verpasst auf jeden Fall meine Videos nicht. Und ja, abonnieren ist kostenlos, liken ist kostenlos. Jetzt seid ihr am Zug. Gerne das Video teilen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.